Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Folge hier. Gerade noch für den Marsch, Version 2.6. Ja, Ballen einsammeln heute angesagt. Viele Ballen. Ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag und einen schönen Rest Nachmittag. Beziehungsweise dann Nachmittag beginnt er erst, ne? Muss man dran denken, unterschiedliche Folgen, Zeiten, die ich habe. Die Marsch beginnt zuerst um 12 Uhr, 14 Uhr die Karte irgendwo in Thüringen und 15 Uhr Kettle und Kotz. Nur so mal am Rande. Ne? Wer Lust und Laune hat und wer Interesse hat, ja, ist schön, wäre schön. Ja, ansonsten bleibe ich auf dem Marsch. Wir machen hier fleißig Ballen sammeln. Ja, fleißig gepresst, gemäht und gespannt. Hier haben wir eine Kurve, das ist wieder ungünstig gearbeitet. Ne? Also da bin ich nun gar nicht zufrieden. Aber in der Mitte so, im Großen und Ganzen, kann man nicht meckern. An den Kurven, das klappt nicht so richtig. Aber wie gesagt, da habe ich auch keine Zeit für, das alles mitzumachen, aufzupassen. Das ist einfach nicht mehr machbar von der Zeit her. Deswegen lasse ich mal so liegen. Ne? Einer muss damit nacharbeiten, der hat noch nicht so viel geschafft. Der muss noch eine Kurve, eine Runde fahren. Hoffe, dass ich da bis dahin noch, noch aufnehme. Ansonsten muss er halt das letzte Stückchen alleine machen. Ne? Da war kurz mal das Pressen aufgehört, weil die Taste automatisch auf manuell war. Stand er da, hat nicht weitergemacht. Aber ich denke mal, eine Runde schafft er noch. Schau mal. Oder macht er die 4000 Ballen? Das kann auch sein. Dann dauert es länger. Ist klar, logisch. Ja, klar. Hätte ich vielleicht die Guckecken scharf machen müssen, wäre vielleicht gegangen. Aber daran denke ich den Augenblick nicht. Kurz mal auf 8000 stellen. Das geht, glaube ich, nur, wenn er auf 0 ist. Kurz mal entlassen. Dann gehen wir auf 1. K. 20%. Jetzt ist er auf. Die Zahl steht hier irgendwo. 6000. 8000. Dann arbeitet er auch schneller. 8000, guter Kompromiss, sagen wir so. Dann muss er kurz berechnen. Ja, jetzt kann er auf Stelle arbeiten, weil er nicht so oft anhalten muss. So, wir müssen sammeln, also viel sammeln. Hier soll ja nach Möglichkeit noch Gärreste drauf. Ja, hier wäre zuerst fällig. Da wo die Rüben sind, da müsste ich sehen, was ich da reinbringe. Ob ich da im Frühling vielleicht Hopfen reinbringe. Mal gucken. Erst Fruchtfolge. Und zwar gehen wir hier rein, Rüben. Das, welcher Wert das bringt, ne? Und dann Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Zuckerrohr ist Quatsch, Roggenwehr, das wäre aber hier Roggenwehr Getreide und ich glaube Hopfen ist das Getreide geführt, 95. Naja, ansonsten wollte ich ja nach Weizen, Raps, Gerste, Gras,
Das passt schon. Hopfen, Rapf. Das ist ja besser, ne? Aber nach Rüben muss irgendwas rein, ne? Getreide, Tabak wäre auch nicht mehr, das ist wie gesagt. Ja, Raps wäre zu spät. Raps geht nicht mehr. Sonnenblumen könnte man auch machen. Aber ich brauche auch Kartoffeln, ist ganz schlecht. Zuckerrüben normal wäre noch schlechter. Pappeln auch nicht berauschend. Vor allem, weil nächstes Jahr dieselbe Frucht raus soll, ne? Ah, nehmen wir hier. Wir nehmen schon Hopfen. Ich muss es nur einbringen im Kopf. Halt. Ja, mit 95. Ist nie optimal, aber die brauchen Hopfen. Ist ja so, ne? Oder wir machen eine Zwischenfrucht. Ach so. Und zwar haben wir sowas. Oder wird es als Frucht nicht geführt? Mir fällt da gerade ein Name nicht ein. Nein. Hier diese Ölpflanze als Zwischenfrucht, als Düngergabe. Rettich oder wie Ding heißt. Na, haben wir nicht. Da bringt ja auch nichts. Um den Wert zu verbessern. Ja, 95 ist schon ein bisschen ungünstig, ne? So. Naja, gut. Müssen wir halt gut düngen, ne? Ausreichend. Ist ja halt so, ne? Junge, eine Runde noch, Junge. Eine Runde muss noch pressen, du. Dann können wir einen Tag aufräumen. Aber wir müssen noch eine Wiese machen, eine große. Dann die kleinen. Wissen, ja. Muss ja verwertet werden, das Gras, ne? Ich habe das gar nicht mitgezählt, wie oft wir das schon gemäht haben. Zwei oder dreimal, weiß gar nicht jetzt genau. Wir finden mit Silageballen erstmal ganz gut dabei. Wenn wir ein Silo haben, das wird auch in den BGH reingefahren werden, ne? Beim Mais und so. Aber da werde ich mal bei Gelegenheit ein Fermenter verwenden, ne? Das Problem kann man irgendwo Mais anpflanzen, also. Das wäre hier auch möglich, aber Hopfen brauchen wir auch. Aber Mais, da haben wir auch Getreide. Wie Hopfen eigentlich. Also Hopfen ist zwar kein Getreide, aber hier bei Seasons wird es als Getreide geführt. Ist ja, weil ein Computerprogramm ist ja so, die brauchen ja irgendwo Daten, wonach sie gehen, ne? Und wenn die jetzt hier eingestellt haben, Hopfen ist gerade ein Getreide, ja, dann ist das zum Getreide. Ist zwar kein Getreide, aber gut, das kann ich so nicht beurteilen, was das für eine Pflanze oder welche Vergattung das entsprechend ist, ne? Weiß ich jetzt nicht genau. Müsste ich mal googeln. Wikipedia wird ja in so Sachen noch korrekt sein. In anderen Sachen ja weniger. Beziehungsweise nicht vertrauenswürdig. Aber Natur und so sicherlich. Ich habe ja früher ganz gerne Dokumentationen geschaut im Fernsehen. Das mache ich heute fast praktisch nicht mehr. Ich müsste mir eigentlich wieder mal so einen Fernseher hier aufstellen, der so nebenbei läuft, aber nicht bei der Aufnahme. Das ist dann ungünstig, ne? Ansonsten habe ich mir früher nebenbei noch einen Fernseher laufen lassen. Also das funktioniert beim richtigen Spielen, ne?
Aber Dokumentation, wenn ich geguckt habe, ob NTV oder N24 was Gescheites gebracht haben, mit Geografie oder sowas, ne? Erdgeschichte und sowas, hat mich schon interessiert. bin ich leider sehr oft auch eingeschlafen, weil es ja der gleichmäßige Ton war, ne? Also die Ansage, ne? Oder die. Aber so Erdgeschichte oder hier. Von Ägypten so Pyramiden, schon sehr interessant. Auch mit den ganzen Vulkanen, ne? Jetzt sag mal so, wer im Rheingebiet wohnt und dann da mal nach der Versicherung fragt wegen Vulkanausbruch und keine kriegt, der weiß Bescheid, ne? Umziehen. In naher Zukunft. Also. Das muss nicht heißen, dass es morgen ausbricht, aber die Theorie wäre da, ne? Oder wer in Neapel wohnt zum Beispiel, da wäre ich da als erstes, da würde ich nie ein Haus kaufen. Allein schon von der Erdgeschichte her, dass es schon passiert ist, ne? Also da bist du in eine Mausefalle. Glaub mir, das ist dann nicht mehr möglich zu handeln, wenn es soweit ist. Weil die Menschen dann nicht mehr steuerbar sind, dann geraten die in Panik, dann fahren sie alle los und dann heißt es am Ende, oh shit, wir kommen nicht mehr raus. Und keiner kann genau sagen, wie stark und wie intensiv so ein Ascheregen ist, ne? Irgendwas beeinflussen kann. Wenn man da nicht wohnt, auch nicht hinziehen, ne? Also so würde ich das machen. Gefährlich ist es fast überall, aber wenn man aber schon weiß, dann kann man das ja vermeiden, ne? Also, okay, dann ziehen wir halt woanders hin. Beziehungsweise ziehen da nicht hin. Gut, wenn ich da geboren bin, ne? Mit der Gefahr lebe, mehr oder weniger, da was habe, was man Eigentum nennt, dann sagt man sich ja auch, naja, gut, das wollen wir nicht aufgeben, ne? Ist ja halt so, ne? Aber ansonsten, überlegen, früher haben sie es auch nicht, halt nicht gewusst, ne? Jetzt aber Menschenleben ist zu kurz, um alles Gefahren zu speichern, ne? Das ist ja halt so, ne? Wenn ich mal nächstes Jahr wieder, nee, dieses Jahr, dann werde ich mal am Strand fahren, an meiner bekannten Stelle und gucken, wie hoch der Meeresspiegel ist. Und dann werde ich feststellen, oh, er ist immer noch so hoch wie immer, wie zu meiner Kindheit. Also, und da ja die Ostsee keine Ebbe und Flut hat, kann man da nicht viel betrügen, ne? Das ist dann halt so, ne? Das ist dann, die Stelle ist dann so, da kann ein bisschen schwanken von maximal 30 cm manchmal, je nachdem wie der Wind weht. Ja, das könnte sein, aber ansonsten normalerweise bleibt die Ostsee von der Höhe konstant. Also, ich sag mal so, einer sagt, die Insel verschwinden im Pazifik. Ja, stimmt. Hat aber andere Gründe, ne? Mit die ganze Pazifische Ozean wird eine sehr, sehr lange Zeit, ich sag mal von einigen, ja, weiß ich, Millionen Jahren oder so, wieder verschwinden. Ist halt so. Ob das nur 1 Million Jahre sind oder 2 Millionen Jahre, ist ja im Grunde egal. Aber die Platte, die schiebt sich unter der euroasiatischen Platte. Teilweise. Die haben auch gesagt, dass zum Beispiel Australien wird dann bei Kalifornien sein, zum Beispiel. Als eine Variante, ne? Muss, wie gesagt, das ist
Menschenleben ist da zu kurz, ne, um das alles in Erinnerung zu rufen. Ne? Aber man kann ja entsprechende Bewegungen, man kann es ja berechnen. Ne? Das ist ja in der heutigen Welt ja schon möglich. So, die hat alle Ballen gepresst, ne? Das ist gut. Und ich muss noch sammeln. Aber alles schaffe ich heute auch nicht. Wir haben 19.40 Uhr, ich wollte eigentlich schon früher im Bett gehen. Innen geben, ne? Ja gut. Morgen die zweite Wiese noch entsprechend schwacken. Also innen geben. Und dann schon pressen beginnen. Und die kleinen Wiesen mähen. Und die entsprechend auch noch bearbeiten. Ernten halt, ne? Und wenn das näher fertig ist, da geht dann näher los mit der Rübenernte. Aber vorher noch, ja, ja, die Milch muss noch zum Augerei gebracht werden, um da zu veredeln. Sahne, Butter und so. Ist ja halt so. Und dann sehen wir weiter, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich glaube schon, Dank fürs Reinschauen. Ja, wenn ihr Lust und Laune habt, warum geht's hier weiter? Ja, Ballen sammeln erstmal, ne? Oder ich mache das vorher fertig, mal schauen. Und dann geht's weiter mit nach dem Schlafen mit. Ja. Gärreste ausbringen ist hier angesagt. Und dann nachher später die Getreide aushalten. Ich sag mal jetzt ganz vorsichtig Weizen, ne? Oder Gerste, je nachdem, was am meisten fehlt. Also mal tschüss, ciao, ciao. Bis, ja, vielleicht morgen. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.